Hallo, erstmal die Kamera aus dem Auto holen. Hallo und herzlich willkommen bei der Hobbyfamilie. Ja, wir sind campen. Wir sind gestern Abend hier angekommen und alles durchmatscht. So macht das richtig Spaß hier. Oh Mann. Bevor das Video losgeht, wollen wir euch kurz den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und das ist Super Sparrow. Super Sparrow sind Premium-Trinkflaschen in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Da gibt es zum Beispiel die To-Go-Serie mit der Tasche und dem tollen Gurt oder die Ultra-Light-Serie mit Strohhalm oder mit Flexklappe, die Sportserie oder den Kaffeebecher, den Sabrina sich zum Beispiel ausgesucht hat, aus gutem Grund. Ja, ich habe mir den ausgesucht, der hält bis zu 6 Stunden warm und im Sommer, also bei Kaltgetränken, hält er bis zu 12 Stunden kalt. Fand ich sehr geil und vor allen Dingen auch die Farbe halt, ne? Die Jungs konnten sich aussuchen, was sie wollten. Levi hat zum Beispiel den mit der Einhandbedienung genommen. Das ist das ganz leichte Tritanplastik und mit einer recht großen Öffnung für den großen Durst, wenn er beim Sport ist. Und Lian zum Beispiel hat sich hier eine Ultra-Light-Serie ausgesucht mit dem Strohhalm, weil er das einfach toll fand, dass man dann gerade trinken kann und nicht irgendwie die Flasche anheben muss. Ja, der Große hat sich natürlich auch das Größte ausgesucht. Die gibt es nämlich auch in 1 Liter oder sogar auch in 1,5 Liter. Und da hat man dann auch richtig was mit dabei. Der hat auch richtig Durst, wenn der mit dem Mountainbike unterwegs ist oder wenn wir zum Beispiel bei uns auf Reisen unterwegs sind. Da ist für mich auf Reisen, ihr kennt unsere Videos zum Teil, das mit dem Gurt auch echt praktisch, weil die kann ich mir umhängen. Ich habe die Hände frei, ich muss sie nicht irgendwie in den Rucksack stecken oder so. Ich habe sie immer bei mir und unter der Tasche verbirgt sich, habe ich mir ausgesucht, das richtig schöne, schlichte Edelstahl. Und ja, das gefällt mir besonders gut. Die Flaschen sind entweder aus Edelstahl oder aus bruchsicheren und BPA-freiem Kunststoff. Das ist wirklich ultra leicht, das ist richtig, das wiegt fast gar nichts. Aber die können auch mal runterfallen beim Sport oder wenn wir auf Reisen unterwegs sind und die gehen überhaupt nicht kaputt. Ja, wenn euch die Flaschen gefallen, wir packen euch mal den Link in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch da ein eigenes Bild drüber machen, ne? Genau, guckt euch die mal an, wenn ihr da auch irgendwie Bock drauf habt. Und dann machen wir jetzt weiter mit dem Video. Viel Spaß! Ja, wir sind gestern hier bei uns auf dem Dauerstellplatz angekommen. Nach langer Zeit der Pause. Wir sind im Winter nicht so viel hier gewesen, wie wir uns eigentlich vorgestellt hatten. Ja, und hier stehen auch immer noch unsere Stützstangen. Alles ist gut gewesen. Nichts ist passiert. Dann sind wir gestern Abend hier angekommen. Und nein, das ist nur Matsch. Nicht das, was ihr jetzt denkt. Und dann musste ich natürlich noch mal ganz schnell so ein bisschen im Dunkeln, ne, Wasser auffüllen. Und hier ums Grundstück drumherum laufen und es ist hier alles so matschig, so durchnässt. Und dann habe ich die anderen Schuhe angezogen und habe vergessen, dass ich anderen Schuhe anhabe und dann sind die auch matschig geworden. Ja, und dann sind hier natürlich unsere ganzen Teppiche matschig geworden. Aber das ist das Campingleben, so ist das halt. Ja, und jetzt stehen hier überall noch die Koffer rum und die Taschen. Ja, und wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Ich glaube, drin sieht das auch immer noch nicht besser aus. Wir sind noch nicht so lange wach. Ja, hier wird sich noch angezogen. Es riecht aber nach Kaffee. Ja, Chaos. Ich will mal unser Chaos zeigen hier. So fängt bei uns die Saison an. Hier, alles liegt hier rum. Gestern Abend nur reingepfeffert hier alles. Mann, 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 hättest du nicht mal aufräumen können? Willkommen im Camperleben. So, jetzt gucke ich mal, was wir machen. Ich trinke, glaube ich, erstmal noch schnell einen Kaffee. Und dann fangen wir mal an, hier alles so ein bisschen auf die Saison vorzubereiten. Was auch immer das alles sein wird. Und ich weiß auch gar nicht, ob das da draußen seinen Spaß macht. Es regnet und regnet und regnet und regnet. So, und als erstes machen wir hier mal die Stützstangen ab. Die brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Der Winter ist vorbei. Also hoffen wir zumindest. Und das war eigentlich nur, falls hier im Weserbergland
wirklich mal richtig Schnee runterkommt, damit wir uns hier nicht das Vorzelt kaputt machen. Da haben wir beim Herbstcamping-Video haben wir gezeigt, dass wir noch ein paar zusätzliche Dachstangen bekommen haben und dann auch die Stützstangen dazu. Und damit waren wir uns ziemlich sicher, dass das hier auch gut geht. Okay, es war nicht so viel Schnee hier. Insofern wäre es eigentlich nicht nötig gewesen, aber sicher ist sicher. Die baue ich jetzt als erstes ab und dann versuchen wir hier mal ein bisschen aufzuräumen. Aufräumen. Wir brauchen was zum Anhängen, Schatzi. Ja, und während ich fleißig versuche, hier bei uns im Vorzelt alles festzumachen und wegzuräumen und wegzupacken, ist Sabrina drin im Wohnwagen natürlich auch schon fleißig. Und es sieht auch schon viel besser aus, muss ich sagen. Ja, hier draußen aber noch nicht. Wenn ich mir das Chaos hier angucke, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, aber das ist ja auch nur einmal, ne? Also wenn wir jetzt ein bisschen eingerichtet sind, dann bleibt das auch erstmal ein paar Wochen so. Bis wir dann, haben wir gerade eben festgestellt, in 5 Wochen wohl schon den Wohnwagen hier wieder wegziehen, weil wir in 7 Wochen wahrscheinlich schon wieder campen fahren. Also eigentlich ist es auch nicht für lange, aber man will sich ja trotzdem ein bisschen wohlfühlen. Ja, es regnet immer noch, aber nicht mehr ganz so doll. Weiter geht's. Neuer Tag, neues Glück und endlich Sonne. Ja, weiter geht's bei uns im Frühjahrsputz und zwar im Sonnenschein. Endlich. Der Regen hat mal aufgehört. Hier drin im Vorzelt wird schon gesaugt. Und ich bin gerade dabei, unseren kleinen Schuppen hier so ein bisschen auszuräumen. Ja, weil da für den Winter ziemlich viel reingepackt wurde. Und ja, den will ich jetzt mal so ein bisschen ausmisten. Und ich will da hinten die Maulwurfshügel mal so ein bisschen mit der Hake so glatt ziehen. Ja, wir sind also immer noch mittendrin, hier mal so ein bisschen aufzuräumen und alles schick zu machen. Und als wir noch zu Hause waren, hatten wir uns gefragt, haben wir denn überhaupt noch Kohle hier? Ich glaube, wir müssen Kohle mitnehmen, sagt Sabrina. Und ich sag, na, nehmen wir mal lieber mit. Aber ich glaube, da ist noch was. 1, 2. Aber gut, dann haben wir genug hier. Und wer hat sich gleich den Besen geschnappt und hat hier so richtig angefangen, sauber zu machen? Der Zwergi. Super. Obwohl ich klein bin, es wird eigentlich sauber da. Ja, und was macht man nach so viel Arbeit? Den Grill an. Ganz wichtig. Aber wir sind noch nicht fertig. Ein bisschen was müssen wir noch weghaken und so. Aber der kann ja schon mal vor sich hin glühen und langsam heiß werden. Und dann werden wir hier gleich richtig lecker. Ach, heute gibt's ja Burger. Kennt ihr unsere Burger schon? Unsere Campingburger, der Bratwurst-Coleslaw-Burger, haben wir schon mal gemacht. Verlinke ich euch mal hier oben und könnt ihr euch dann hier im Anschluss an dieses Video mal angucken. Und die gibt's heute, die machen wir nochmal, weil die so sau lecker waren. Aber wir müssen leise sein, unsere Nachbarn sind wieder da. Die haben beim letzten Mal auch welche bekommen. Und das darf diesmal nicht sein. Oh, gemein. Mann, das war lecker gestern. Richtig schön geschlemmt. Also die Burger, wenn ihr die noch nicht ausprobiert habt, die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ja, jetzt ist schon der nächste Tag und wir kommen gerade ganz frisch aus dem Baumarkt. Wir haben uns nämlich da ein paar Pflänzchen geholt, ein bisschen Lavendel. Zu Hause haben wir auch Lavendel, vorne an der Straße. Und das riecht im Sommer immer so schön und die Bienchen mögen Lavendel. Und deswegen haben wir uns jetzt hier ein paar Lavendelpöttchen geholt. Die wollen wir hier vorne so, sieht man das, an den Rand da vorne so ranpflanzen. Ja, die werden ja dann schön groß und buschig und dann blühen die so schön. Ja, damit hier mal so ein bisschen Farbe reinkommt und sich mal anfängt ein bisschen was zu verändern.
Dann haben wir auch hier vorne gleich, wo die ganzen Maulwurfshügel waren, das alles schön verteilt, die Erde, weil da sowieso so eine Kuhle drin war. So ein bisschen ist da immer noch eine Kuhle drin. Ja, da habe ich jetzt erstmal ein bisschen Rasensaat drauf gemacht, damit dann bis zum nächsten Mal, wenn wir hier sind, dann ein bisschen Rasenschimmel vielleicht wieder nachgekommen ist. Ja, und so soll jetzt hier so ganz langsam sich ein bisschen was verändern. Und wir waren wirklich so knapp davor, ganz, ganz knapp davor, für diese Fläche hier ein Pavillon mitzunehmen. Und das wäre dann der gleiche, den wir auch zu Hause haben. Ja, der gefällt uns richtig gut. Aber morgen ist Feiertag, übermorgen auch. Und heute schaffen wir es nicht mehr, den aufzubauen. Und wir hätten den dann hier komplett festbohren müssen. Also mit Bohren in die Steine, Dübel rein und so weiter. Und da wir das heute nicht mehr geschafft hätten und morgen, übermorgen nicht machen können, haben wir dann gesagt, okay, wir lassen ihn noch im Baumarkt liegen, da liegt er warm und trocken. Und dann werden wir uns das aber vornehmen fürs nächste Mal, wenn wir hier auf unseren Stellplatz fahren, dass wir uns hier unseren Pavillon aufbauen. Ja, ich bin gespannt, ob wir das auch so umsetzen werden. Jetzt gibt's, glaube ich, erstmal einen Kaffee und dann fangen wir an, die Blümchen mal einzupflanzen. Und dann will ich noch unser Luftsofa da drin ein bisschen aufpumpen. Ja, aber dazu gleich mehr. Ah, da. War der dahinter? Ich konnte noch gar nicht so richtig meinen Kaffee austrinken. Da hat das Kind schon wieder angefangen, ja, in Eigenregie alles abzubauen und will jetzt hier einfach loslegen und aufpumpen, weil er der Meinung ist, er sitzt da nicht richtig drauf. Ja, und hat schon mal angefangen, die Powerstation reinzuholen, weil unser Aufblüsterteil nur mit Zigarettenanzünderstecker funktioniert. Gut, dass man immer seine Powerstation im Auto hat. Das ist unsere aufblasbare Couch. Die sieht jetzt nicht so bequem aus, weil er da schon rumgerüttelt hat. Kommt noch. Die haben wir im Herbstvideo schon mal gezeigt gehabt. Und da haben einige von euch darunter kommentiert oder uns sogar auch eine E-Mail geschrieben, wie die denn ist. Also ob uns die gefällt als aufblasbare Couch. Und ich frage mal das Frauchen. Wie gefällt sie uns? Bequem. Bequem, ne? Ja. Und wir müssen jetzt ein bisschen Luft nachpumpen, aber... Aber wie lange haben wir? Also im Herbst, die, die, ne? Steht im seit Herbst. Also die hat ganz viele Temperaturschwankungen mitgemacht und ja, den ganzen Winter überstanden. Ja, ja. Und jetzt, sie war trotzdem so, dass man sich raufsetzen kann. Ja, die zeigt das mal. Setz dich mal rauf. Okay. Er braucht wieder. So, geht alles, ne? Man merkt aber, dass sie halt nicht mehr ganz so viel Power drin hat. Und die wollen wir jetzt wieder rauf machen, die Power. Und... Ja, genau. Und als Fazit, um die Fragen zu beantworten von den Leuten, wir sind damit zufrieden. Auf ne? jeden Fall. Also absolut. Wir können euch die mal unter dem Video verlinken als Amazon-Link. Und damit unterstützt ihr uns nicht nur, sondern ihr könnt euch die auch mal angucken bei Amazon, was die zurzeit kostet. Und ja, also mit Maße, allem drum und dran steht da alles drin. Das Schöne ist, die Decke da oben drauf, die gibt es auch bei Amazon. Und die Felle, die wir links und rechts auf die... Lehnen drauf gemacht haben. Die gibt es auch bei Amazon. Ja. Ja. Und das kleine Tischchen da vorne, was daneben steht, gibt es auch bei Amazon, oder? Ja. Ja, verlinken wir mal alles, weil das nämlich eine total gemütliche Ecke ist. Also vom Design her gefällt uns das richtig gut. So. Bitte. Pusten Sie. Pusten. Mach. Pusten Sie. Gut. Stimmt, genau. Jetzt, wo er die gerade ausklappt, fällt mir ein, die kann man ja dann auch noch komplett ausklappen und dann ein richtig großes Bett draus machen. Wenn dann mal die Oma mit da ist und auch hier schlafen will. Nachgetane Arbeit, ne, muss man ja auch flezen. Faul seid ihr, faul? Nein. Ich hab's auf Video. Und für alle, die das denn interessiert, wie das abends aussieht mit der Couch, das zeige ich euch jetzt. Ja, und das war's auch schon fast wieder mit unserem Camping. Wir sind kurz vor der Abfahrt, beziehungsweise am Abreisetag.
Die Jungs sind da vorne noch so ein bisschen am Einpflanzen. Wir haben jetzt nämlich die Tage völlig vergessen und es sein gelassen, den Lavendel einzupflanzen, den wir uns im Baumarkt geholt haben. Ja, der Wagen ist schon zur Hälfte gepackt. Drinnen ist alles aufgeräumt. Wir haben wesentlich weniger dabei im Vergleich zur Herfahrt, weil wir ein paar Sachen hier lassen, Zelt, Gasflasche und sowas. Also wir fahren ein bisschen leichter zurück. Ja, damit ist unser Ancampen zu Ende. Und wenn wir in 2 Wochen hierher kommen, dann... Was denn? Komm mal mit. Ich soll mitkommen? Wir müssen mitkommen. Das Schild kann man doch hier hin machen, damit man weiß, dass hier solche wachsen. Levi wollte das Lavendelschild unbedingt mit einpflanzen, damit man auch weiß, was da gepflanzt ist. Finde ich eine gute Idee. Was wollte ich sagen? Ach so, wir lassen einige Sachen hier. Das Zelt bleibt hier, die Gasflasche bleibt hier. Wir haben ja die Lebensmittel verbraucht. Also wir sind wesentlich leichter auf dem Nachhauseweg unterwegs. Ja, und wenn wir hier eingepflanzt haben und ich glaube, drinnen muss noch abgewaschen werden und so, dann geht's nach Hause wieder, ne? Und in 2 Wochen fahren wir schon wieder hierher, machen nochmal ein Campingwochenende und dann wird auch schon das Vorzelt abgebaut. Weil dann wollen wir nämlich schon 2 Wochen darauf den Wohnwagen abholen und dann machen wir die Wohnwagenburg. Habt ihr die erste Wohnwagenburg gesehen? Hier oben verlinke ich euch mal das Video. Und da machen wir den zweiten Teil, die zweite YouTube-Wohnwagenburg. Und wir sind sogar noch mehr Familien geworden, die daran teilnehmen. Ich bin gespannt, wie es diesmal wird. Beim letzten Mal war das ein Mega-Wochenende. Ja, ich guck mal, wie es drinnen aussieht. Hallo. So, erstes Wochenende Camping richtig überstanden. Jo. Und? War schön wieder. Ja, hat Spaß gemacht. Hab gerade schon gesagt, wir müssen ja nächste Woche schon wieder alles abbauen. Jetzt haben wir alles schön sauber und ordentlich gemacht, so einigermaßen. Und nächste Woche reißen wir schon wieder komplett alles ein. Aber wir haben es dann einmal, wenn wir nächste Woche kommen, so richtig schön. Also, ja, und dann können wir es zerstören. Okay, dann fahren wir nach Hause. Auf geht's. Okay, und da wollen wir noch grillen, oder? Ja, wenn das Wetter da auch so ist. Wenn das Wetter da auch so ist, dann grillen wir da. Okay. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Dann seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Abonnieren hier unten ist kostenlos, wisst ihr ja. Und einen Daumen nach oben gerne, wenn ihr bis zum Schluss hier geguckt habt, weil dann muss es euch gefallen haben, weil sonst hättet ihr schon viel früher alles hier ausgemacht bei uns. So, okay, bis dann. Tschüss.